einen Flirt versuchen. Ich weiß nicht, was du meinst, Mary. Du bist meine beste Freundin. Ich würde niemals mit dir flirten. Mal abgesehen von dem gescheiterten Kussversuch von dir. Hat er dich angeflirtet, Mary? Ach so, und was war das letzte... Also, Mary, was soll ich dir sagen? Mr. Baker sagte mir, der Mr. Bourbon wollte mit mir ein Bad nehmen. Das ist eine gottverdammte Lüge. Diese glaube ich eher dem Mary als dir, Cody. Warum? Du müsstest dem Baker glauben anstatt... Hä? Nun, weil Mary. Ich deine Schwester bin? Die Information lautet, Mr. Baker... Überfordert mich nicht alle, okay? Ja. Ich muss nachdenken. Und mit dir soll ich einen Job durchziehen. Kann ich mir nur selbst direkt die Kugel geben. Dann mach das doch. Aber, die Herren... Blöd, Mann. Ist hier nicht mehr der gottverdammte Wilde Westen, sonst wird das hier ganz anders aussehen, meine Herrschaften. Das ist alles nur leeres Gelaber von dir. Dass das Bild verschwommen aussieht bei Schnellbewegung, ist normal. Es geht um die Artefakte. Quasi Pixelfehler im Stream. Hey, Mary! Mhm. Ich erinnere mich noch so, vor einer guten Woche sind wir diesen Weg hier auch lang geritten und du hast mich angeschnurzt, dass wir links hätten runterrennen müssen. Ja, weil links einfach schöner ist. Mhm, und jetzt reitest du selber rechts. Ja, weil ich mir schon dachte, dass dann irgendwie ein Gemeckere kommt, aber ja, wahrscheinlich dein Bruder hätte muss ich pinkeln. Das auch. Aber ich Ach, mag ist dich. Denn so? Nein. So viel trinkst du ja auch nicht. Solange du das Ziel im Auge behältst, ist alles gut. Und das habe ich. Gut. Habe ich nicht ein gutes Gespräch trotz allem ja, geführt? Ja, hast du tatsächlich. Mhm. Die nächste müssen wir rechts, dann links und dann nur noch geradeaus eigentlich. Okay. Ach, ist das nicht ein wunderschöner Tag? Also vorhin hat es noch geregnet. Und sagen Sie, sag... Du, was hast du gegen Mr. Thompson? Nichts, es war nur Spaß. Okay. Flirte doch mit wem du willst, mir doch egal. Ich mag's dich zu ärgern. Das ist eigentlich ja? der Hauptgrund, ja. Das ist irgendwie eine Art Förderung. Ich kann es nicht sein lassen, wurde es so in mein Gehirn reingebrannt. Ha, mit viel Glück kümmert sich Mr. Jones drum. Kannst du bald schon anfangen? Na, hoffentlich. Freue ich mich natürlich für dich. Ja? Ja. Für mich oder für ihr Pferd? Für drei Dinge freue ich mich. Erstens an erster Stelle natürlich für dich. An zweiter Stelle kommt ein bisschen Geld in die Kasse. Und an dritter Stelle wird mein Pferd ausgebildet. Oder etwa nicht. Mhm. Schlaf gut, Nico. Ganz richtig, ja. Ich meine, eine Sache hast du mir ja schon beigebracht.
Ich hasse das, wenn einer crasht, der so sehr gottverdammten Computer fixen. Aber ich fühle seinen Schmerz. Denn er hat seinen Computer fertiggestellt. Bei welcher Firma, Chat? Dreimal dürft ihr raten. Wo hat Giffy seinen Computer zusammengestellt und hat absolut massive Probleme damit? Und ich rede hier von Bluescreens. Genau, Unicorn Hunter. Er hat einfach sich einen Computer zusammengestellt, da wo ich schon die Probleme mit hatte. Und er hat einfach ins Klo gegriffen. Ist kein Witz, Alpino. Und nachdem er Mindfactory davon berichtet hat, dass er permanente Bluescreens hat, obwohl er Windows neu aufgesetzt hat, verschiedene Komponenten, getestet hat, so ob die irgendwie defekt sind, kam eine Antwort mit: Bitte installieren Sie Ihr Windows neu auf Ihr System. Obwohl er da reingeschrieben hat, habe ich schon 5-mal. Da kannst du einfach nur die Mülltanne aufmachen und das Ding reintreten. Kriegst das Geld aber nicht einfach so wieder. Die müssen dreimal den PC reparieren. Irgendwie so ein Quatsch. Steht dir gerne zur Verfügung. Geht nicht in meinen PC, Kevin. Gefühl sein. Wenn meiner nochmal abrauchen sollte, Junge, trete ich den in die Tonne, bin ich ganz ehrlich. Ich hatte zwar, nachdem letztens mein Computer kaputt gegangen ist, Verhandlungen mit. Ich nenne jetzt einfach keinen Namen. Aber da hat sich auch nichts ergeben. Ich hätte doch niemals damit gerechnet, dass die Firma einfach absolut unprofessionell ist, Alter. Junge, Junge, Junge. Aber wir nehmen keinen Namen. Ich will auch nicht reintriggern jetzt. Mary, möchtest du dich nicht mehr mit mir unterhalten? Doch, aber sie sagen doch nichts. Ja, aber du bist gerade einfach weggeritten. Fand ich schon echt traurig. Nun, weil mein Bruder... Nein, auf nach Valentine! Ich mach nur Spaß. Ja, ich glaube, ja okay, ich bin echt schlecht im Computer zusammenbauen, aber ich weiß, dass Kevin mir da helfen würde, wenn ich irgendwann mal wieder ein Problem habe. Ja, Support kannst halt echt in die Tonne treten da. Aber ich habe keine Probleme mehr, zum Glück. Dann soll ich euch einen Trick verraten, den ich, seitdem ich meinen Computer wiederbekommen habe, ohne Fehlerbericht, was dran kaputt war. Bevor ich den PC, und ich weiß, dass das wahrscheinlich absoluter Quatsch ist, aber ich hoffe sehr, dass es daran liegt, bevor ich den PC überhaupt anmache, erde ich mich vorher. Seitdem habe ich keine Probleme mehr. Ja, Kevin, pass auf. Ich habe mir einen Rechner zusammenstellen lassen bei Mindfactory. Den hatte ich 2 Monate, war das Mainboard kaputt. Dann habe ich den eingeschickt, habe ich den wiederbekommen. 2 Monate später, was war kaputt? Ich weiß es nicht mehr. Irgendwas war wieder kaputt, Alter. Ach hier, 16-Pin-Dings an Motherboard. 3,5 Monate später, Rechner geht wieder kaputt. Ich schicke ihn wieder ein, ich bekomme zurück. Fehlerbericht, steht einfach nichts drauf. Aber schade doch nichts, erde dich weiter. Ja, ist halt so ein Placebo-Effekt für mich. Oder wenn mir das nochmal... Ich heule, wenn mir das nochmal passiert, ne? Und Konzi, vielen lieben Dank für den Prime-Sub im 6. und hi. Ich hoffe so sehr, dass William hier ist. Cody.
Ja. Ich gehe erstmal nochmal ins Hotel, frage, ob die denn ein freies Zimmer haben. Dann rufe ich dann nochmal ein bisschen aus. Mich auch nicht, beziehungsweise mich vielleicht demnächst, ja. Weil ich. Bis später. Bis später. Mr. Jones. Mr. Bourbon. Sie haben nicht zufällig Herrn Baker getroffen hier. Oh, ich muss ehrlich gestehen, ich war bis eben hinten im Büro. Also der ist ein, zwei Minuten nachdem... Oh. Okay. Ist das nicht Mr. Baker? Nee, ich glaube, das ist der Uhrenmacher. Meinen Sie? Howdy. Ich glaube schon. Der Schlappschuss kann doch niemanden verprügeln. Wenn du keine... Bruder, keine Ahnung. Frag mich nicht. Bluescreens sind fast immer Hardware. Das hat mit BS so zu tun. Das Ding ist, Giffy hat gestern sein, wie heißt der Bums nochmal, wenn man den RAM-Speicher hochtaktet. Vorher hatte der keine Probleme. Und seitdem er den RAM-Speicher wieder hier dieses Dings-Profil geladen hat über den BIOS, kriegt er Bluescreens. Giffy, frag mal ganz lieb, hallo. Vielleicht... Gute Nacht. Doch, es war Herr Baker. Wo? Kommt rein, der Herr. Hallo. Hallo. Herr Baker, wo? Doch, da vorne. William. Ja. Bist schon vorgeritten? Bin vorgeritten, ja. Kannst du dir den Scheiß nicht angucken? Nein, und dann waren hier auch noch so unfreundliche Herrschaften. Wo? Gerade hier. Ich musste einen rausschmeißen. Einer Ach, du hast jemanden rausgeschmissen? Ja. Das sah für mich aus wie der nette Herr Uhrenmacher. Ja, du hattest in Rhodes den Governor um ein, zwei Minuten verpasst. Ja. Aber Mr. Jones ist ja hier. Ja. Da, Giffy, es kann sein. Ne, guck, was der Chat liest. Der Chat, ich weiß, es gibt viele Ärzte unter euch und Gehirnchirurgen und Flughafenbesitzer und so. Aber es gibt auch ein paar, die echt viel Ahnung vom Computer haben. Es kann an den XMP-Profilen liegen, Giffy. Setz das im BIOS nochmal zurück. Hattest du denn schon das Gespräch gehabt? Naja, ich hatte den Herrn Jones gesucht und kam so, ja, der hatte, er hat gerade gemeint, er wäre, ich glaube, in der Bank gewesen oder im Hotel. Nein, das heißt nicht Hardware kaputt, sondern dass dein RAM-Speicher nicht kompatibel ist mit dem Mainboard. Aber lass dir das vom Chat erklären, Göffi. Geh mal kurz im Waffenladen, da ist Herr Jones. Hippo-Streaming einfach, Ausrufezeichen Discord. Jawohl. Dürfte ich mir ein paar Nüsse nehmen oder ist das dann wieder ein komischer Annäherungsversuch? Nein, natürlich. Machen Sie nur. Die schmecken echt gut hier. Mhm. Valentine hat einen neuen Büchsenmacher. Ist denn so, ja? Ja. Sollen wir uns mal bei dem guten Herrn vorstellen? Ich glaube, der steht sogar vor seinem Laden, während William das Gespräch führt. Na dann. Na dann. Hopp. Also zumindest stand der gute Herr gerade noch hier. Egal wohin man geht, überall trifft man diesen gottverdammten Juan Carlos. Mein ich Freund. Muss mein Gewehr kaufen, weil meins geklaut wurde. Ach ja, ja, ja. Hab ich schon im Saloon mitbekommen, Rhodes. Du hast dein Gewehr verloren, richtig? Die. Ach, nicht verloren, geklaut wurde's dir. Eins von beidem, ich weiß nicht mehr genau. Ich hatte da zwei Herren belauscht, die untereinander erzählt hatten, dass sie jemanden ein Gewehr geklaut haben. Die? Aber ja, aber ich saß leider oben. Ich konnte die nicht erkennen. Okay. Dann werde ich mir das ganz schön mal anschauen, ne? Ist das ein Drecksack, Alter? Das ist so ein Drecksack, Junge. Ja. Naja, Juan Carlos, aber du bist ja jetzt Hilfs-Sheriff, ne?
Nein, ich bin jetzt Deputy Sheriff. Bist du kein Hilfs-Sheriff mehr? Jetzt bin ich Deputy Sheriff. Herzlichen Glückwunsch. Wo ist denn der Wäschemacher? Der ist doch gerade. Glückwunsch. Es ist nur die Ausschiffe da gerade. Ich schaue mir gerade seinen Katalog durch. Ah. Ist der schon da? Ne? Ich bin. Okay. Oh, ich liebe den. Das ist so ein Dreck, sagt der Typ, ne? Das ist quasi Pinsel in super intelligent, Alter. Er schmeißt einfach seine staatlich finanzierte Waffe, sein Gewehr weg. Und sagt seinem Chef, er wurde beklaut. Ist das ein Drecksack, Alter? Nee, gar nichts, es sei denn, wir arbeiten hier. Oh, super, dann mein Freund wollte mit ihm... Ah. Also, wunderschönen guten Tag. Guter Freund, wollte mit ihm reden. Na, was heißt reden? Ich wollte mal schauen, weil ich im Saloon in Rhodes gehört habe, es gibt einen neuen Büchsenmacher in Valentine. Genau, genau. Was sind Sie? Laden, genau, ich habe den Laden vom Uhrenmacher tatsächlich übernommen. Uhrenmacher? Ja, der hat den wohl, war wohl ein bisschen angetrunken. Der vorige Besitzer hat den Laden wohl zum Verkauf freigegeben. Und er war wohl ein bisschen angetrunken, hat den gekauft und hat dann aber nicht wirklich was damit anfangen können. Howdy. 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 Na, und dann habe ich. Dann haben wir jetzt wenigstens einen fähigen Mann hier. Ja, ich versuche mal. Uhrenmacher, der nicht mal Uhren machen kann. Ich will schauen, dass alles vernünftig läuft. Ich bin dabei, gerade den Laden ins Amt zu bekommen. Ich habe eine Frage an den Herrn. Ja. Die Herrin. Was können wir für Sie tun? Welcher Herr und welche Herrin gerade? So. Ja, an jeden eigentlich. Ja, okay. Wie kann man an dem Planwagen eigentlich die Plane zumachen? Weil da müssen sie mal. Ich finde die Schnur nicht. Ja, müssen sie ab und zu mal ein bisschen liebäugeln mit dem Stallmeister. Okay. Stehen gut. Sie, gehen Sie zum Stallmeister und fragen den Stallmeister. Okay, genau. Super. Ob er den Wagen mal kurz wieder. Juan Carlos, warum ziehst du mit der Waffe auf mich? Bist du des Wahnsinns? Ich glaube, deine Waffe hat harte Ladehemmungen, mein Freund. Hast du überhaupt Munition? Keine Antwort ist auch eine Antwort. Na, ich sag, ich mach nur Spaß, weil keine Munition drin ist, eh? Ach so. Ja, nee, ich bin dabei, halt mal auch den Laden in Saint-Denis zu bekommen. Und dann wird das hier mein zweiter Laden, wo ich dann demnächst das Sortiment etwas senken werde. Klingt doch hier vielleicht noch ein paar. Gut. Ja, ich denke mir, hier ist schöne Landschaft zum Jagen. Dann wird der Laden ein wenig auf das Jagen angepasst. Plus halt Munition für verschiedene Waffen, damit die Sheriffs, die halt hier noch leben, sich damit auch versorgen können. Klingt doch gut. Die Information ist doch super. Freut mich. Freut mich natürlich auch für Sie. Ja, den Uhrenmacher, der keine Uhr machen kann, den Laden abgeluchst haben. Ja, er hat mit mir gesprochen und dann hat er mir erzählt, ich war ein bisschen angetrunken und dann habe ich den Brief da gesehen und zugeschlagen und ich sage, komm, wisst ihr was, ich gebe Ihnen jetzt $10 mehr und dann ist es mein Laden. Dann kann ich den wenigstens vernünftig aufbauen und auch schauen, weil ich sag mal, der vorige Besitzer war jetzt nicht sehr oft da und mir liegt viel an persönlichen Kontakten mit Kunden. Weil ich weiß nicht, ich finde es einfach schöner zu sehen, an wen ich die Waffen und die Munition oder Ausrüstung verkaufe. Naja, vor allem, wenn es auch Sachen sind, die besonders angefertigt wurden, ja. Oh ja, das stimmt, das stimmt. Wird demnächst auch möglich sein, aber das alles dann mit dem Laden im Saint-Denis. Sagen Sie, der Uhrenmacher ist nicht der Deutsche? Genau, der Herr von Preußen? Glaube ich, war der Name. Genau, genau. Ah ja. Ich habe den Typen noch nicht einmal nüchtern gesehen. Der schreit doch immer sehr laut. Ja, sehr unangenehm. Wann war das? Vor 2 Tagen im Saloon in Rhodes. Hatte kein Geld, hat sich dann anschreiben lassen irgendwie bei Mr. Thompson. Hat sich noch Zigaretten geschnorrt. Kein Geld. Ganz, ganz komischer Zigaretten-Schnorren. Der sieht doch. Ja. Da sieht man wieder, Kleider machen Leute, ne? Ja. Sieht sehr fein und schick der Herr aus, aber dann scheint er kein Geld zu haben. Na, wollte mir letztens auch sein Gaul verkaufen, sein Mustang. Aber, ich hab mein Gaul, der reicht mir.
Menschen gibt's. Ja, das stimmt. Naja, aber anscheinend haben wir ja jetzt einen Profi als Büchsenmacher. Ja, ich gebe mein Bestes. Ich sag mal so, ich bin jetzt auch kein ausgebildeter Büchsenmacher, aber ich habe jetzt viele Unterlagen bekommen und ich bin ein ziemlich lernfähiger Mensch und ich denke nicht, dass das Probleme machen wird. Es wird wahrscheinlich am Anfang nicht jede Waffe geben, aber ich versuche, das Beste daraus zu machen. Solange mir das Ding nicht in der Hand explodiert. Nein, nein. Ja. Eben. Muss nur halbwegs geradeaus schießen und nicht in der Hand explodieren. Natürlich. Also, ich werde die Waffen natürlich in guter Qualität rausgeben. Das, Naja, wenn nicht, wissen wir mal, wo man sie findet. Wer weiß, vielleicht können sie mich danach gar nicht mehr suchen. Ja, weil ich glaube, gute Spur, Hunde, ja, bitte. Ja, vor dir steht der neue Besitzer der Baker Oil Corporation. Baker Oil Corporation, dann herzlichen Baker Glückwunsch. Ja, herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Sagen Sie die Herren. Das Land ist im Wandel, seitdem der neue Governor, stellvertretende Governor, ja, ist, habe ich das Gefühl. Ja, doch, also ich habe bis jetzt viel Gutes gehört. Ne? Die Ärzte, die haben wohl finanzielle Mittel zur Verfügung bekommen. Ach, haben sie schon bekommen? Ja, hat der Doc mir heute erzählt. Haben eine riesengroße Arztpraxis in Saint-Denis. Oh, das ist schön zu hören. Rhodes wird aufgebaut. Okay, Valentine leidet wahrscheinlich ein bisschen drunter. Na, scheiße, Valentine. Ja, das ist ein Drecksloch hier. Ja, das stimmt allerdings. Ich glaube, der Schneider, der darf bestimmt dreimal täglich meine Klamotten austauschen. Ich habe schon extra ein zweites und drittes Set von meinen jetzigen Sachen ihm bereitstellen lassen. Einfach, dass er die dann waschen kann und ich dann vernünftige Kleidung mit anhab. Ja, ich habe von einem Büchsenmacher in Valentine gehört, der in Weiß angezogen ist. Da dachte ich mir, okay, Valentine und weiße Kleidung. Ein Büchsenmacher in Weiß. Puh, Tatsache, ja. Das bin ich tatsächlich dann nicht. Ich habe zwar weiße Haare, ja, aber... Naja, weiß würde ich die jetzt nicht nennen. Ja, oder grau-schwarz kann man, glaube ich, sagen. Und braun und... ja, das Braune ist Matsche. Ich muss gleich mal wieder in die Wanne. Gut. Aber gut, das ist es halt. Ne? Valentine macht einen ziemlich schmutzig. Valentine ist ein verdammtes Drecksloch. Ja. Hier wird im Salon nur getuschelt. Hier wird... Ja, das ist schlimm. Na, das stimmt. Wir waren also, zum Beispiel gestern Abend hier im Salon und da hat ein gewisser Herr nachgefragt, wo man Mr. Jones antreffen könnte. Und schon kommt eine zwielichtige Person aus dem Schatten getreten und schmeißt mit Informationen um sich herum, wo man sich echt fragt, okay. Also entweder erfindet er die gerade oder... Mr. Jones, der ist doch überall, oder nicht? Ja, aber der Herr, der zwielichtige Herr, der da aus dem Schatten getreten ist, der wusste ziemlich viel. Ah, okay. So als wird der Mr. Jones verfolgen. Oh, interessant. Ist halt Salongetusche. Ja. Meine andere Frage, darf ich mal fragen, was Sie machen mit dem Öl? Wir beliefern die Städte, wir verarbeiten es. Lampenöl, ne? Lampenöl, ja. Und die Maschinerie. Ah, ja. Und wir liefern es ins Ausland. Ja, interessant. Immer so kleine Randinformationen, falls Sie irgendwie mal Unterstützung brauchen bei der Lieferung. Ich habe ein kleines Transportunternehmen. Das hört sich sehr gut an. Ich kann nur keine Flüssigkeiten ohne Behältnis transportieren. Aber ich sag mal, wenn Sie es in Lampen abgefüllt haben oder Flaschen oder was auch immer, dann, nein, alles gut. Kann ich es gerne transportieren. Wie ist denn Ihr Name? Walker, James Walker. James Walker. Ja. Mein Unternehmen heißt Rolling Roads. Oh. Ich denke, da werden wir aufeinander kommen. Da wird mir eine Kippe zugesteckt. Ja, perfekt. So. Das ist interessant, wie sich alles hier jetzt nach und nach
Auf Bord. Ich denke, dass wir da mit den Herrn Johnson recht, also bis jetzt einen recht guten Governor als Vertretung haben. Also vom vorherigen Governor habe ich nicht viel mitbekommen, wenn ich ehrlich bin. Ja, das ist aber umso besser, dass man jemanden hat, der auch unter dem Volk, unter den Menschen ist. Ja, das stimmt allerdings. Ja, mal schauen. Kann ja nur alles besser werden. Ne? Erst mit der schöne Duftkerze. Ich sag mal so, solange das hier aus Valentine alles raus ist, kann's nur gut werden. Valentine, am liebsten würde ich hier alles mit Dynamit wegspringen. Komplett abfackeln die Stadt, ja. Ja, ich meine, tut es gut. Ist alles schön aus Holz hier. Wahrscheinlich brennt's nicht mal, weil es hier so nass ist. Ja, das stimmt. Oh, ich glaube, der Sheriff hat jemanden verprügelt. Da kam gerade jemand aus dem Sheriff-Department. Ach du Scheiße. Oh, ich glaube, dem Herrn geht's nicht gut. Der rennt leider von der Kutsche, ich sehe schon. Ja, vielleicht braucht jemand unsere Hilfe. Wo rennst du rum? Wer hat sich da so ein weißes Ross gekauft? Ich meine, ich habe ja auch schon ein schwarz-weißes Pferd, aber da steht ja ganz weiß. Oh, da haben sie das Pferd vom Doc noch nicht gesehen. Das ist das Pferd vom Doc, stimmt. Oh. Ist das Pferd vom Doc. Ist ja auch mutig, damit hier hinzukommen. Ich will gar nicht wissen, wie oft er das Pferd kriegen muss. Doc, ist die Hose nicht für Valentine etwas gewagt? Oh, so doch. Schön weiß. Oh, doch. Ja, man sieht's schon. Naja, weiß war sie mal. Ja, macht man nix. Und bei euch alles gut? Ja, ja. Gerade ist alles entspannt. Wunderbar. Aber ich glaube, ich werde mich mal ins Hotel begeben. Na, wer bist du denn? Die Herren, die Dame, ich wünsche noch einen angenehmen Tag und wir sehen uns bald wieder. Ja, danke. Ebenso. Ich glaube, ich habe meinen Mantel noch drin. Ich müsste mal vorbei. So, ich würde auch los. Sie sind, glaube ich, Miss Mary Morgan, ist das richtig? Oh, ich? Ja. Die Miss Hale hat mir erzählt, dass sie irgendwie demnächst die Pferde Trainerlizenz bekommen oder irgendwie so. Genau, hm? Richtig, ja. Wissen Sie, wann das schon, oder ist das jetzt schon möglich, dass sie die Pferde trainieren? Wahrscheinlich erst losgehen, wenn ich in St. Denis den Hauptsitz habe. Ja, also ich habe mit dem Mr. Jones schon geredet, aber wir werden sehen, wie lange das noch dauert. Nee, die haben alles, was sie brauchen. Ich werde Ihnen auf jeden Fall Bescheid geben, wenn es dann soweit ist, dass ich das offiziell mache. Okay, super. Ja, also ich denke mal, Sie sind sowieso dann die Einzige. Ich glaube, die Miss Hale, die macht ja gar nichts mehr. In die Richtung. Ich würde dann auch tatsächlich, wenn es soweit ist, auch mit Ihnen persönlich, quasi wenn Sie meine Hilfe benötigen mit Ihrem Pferd, würde ich auch mit Ihnen persönlich arbeiten, nicht nur mit dem Pferd. Ah, okay. Perfekt. Mhm. Also soweit das Ihr Wunsch ist, denn es ist natürlich wichtig, das Vertrauen zum Pferd nicht nur zu mir zu haben, sondern auch zu Ihnen. Pferdemädchen. Ich verstehe, ja. Alter. Das ist schon richtig irgendwo. Ja, ja. Okay. Ja, musste ich leider auch hart auf der Weise lernen. Wo treffen Sie denn, wenn es soweit ist? In Rhodes. In Rhodes hauptsächlich. In Rhodes. Ah ja, perfekt. Okay. Gut, okay. Gut. Dann wünsche ich den Herren noch einen schönen Tag. Würde mich dann auch aufmachen. Euch auch. Danke, danke. Ebenso. Okay. So, schönen Abend noch, die Herren. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Wo ist der Baker? Da vorne schon wieder. Siehst du? Spricht sich schnell herum. Ich merke schon. Gut, wo ist denn
Wo ist denn der Herr Bäcker? Ich glaube am Stall. Ah, angenehm und Flo, vielen lieben Dank für den Host mit 47 wunderbaren, wunderschönen Menschen. Ich begrüße euch natürlich. Was? Chat, habt ihr gehört? Wir sind jetzt im Ölbusiness. Zum Haus? Zum Haus, ja. Okay. Kann Mary ja vorreiten, sie ist ja anscheinend wieder nüchtern. Scheint euch ja sehr hart zu interessieren, was wir hier im RP erleben, Chat. Hallo, wir werden jetzt einfach Ölscheich von Abu Dhabi, Alter. Ich mach Dubai auf. Nächste Woche live im TV. Was Lula Manakolm. Bisschen mehr Euphorie hier, bitte. Ein Fantreffen, du gibst aus. Morgen. Herr Birben. Ja, bitte. Ja, bitte. Es kann sein, dass ich sie dann die Tage nochmal brauche oder des Öfteren. Die Vereinbarung war, dass wir ein Auge auf die Schmiede werfen, dass dort keine... Habe ich mir fast gedacht. Leute Gold schmelzen und es unterschlagen. Naja, wenn der stellvertretende Governor uns die Erlaubnis gibt, die Schmiede... Die Schmiede wird den Herrn Baker und Herr Baker übertragen. Genauso wie das Grundstück. Moment, nochmal was? Uns wird alles übertragen. Das die komplette Schmiede. Grundstück. Alles. Und pass auf, wir hatten mit Mr. Jones, Mary und ich und... Mary, Barry und ich uns in Rhodes unterhalten... Und er möchte das Gold gerne dafür verwenden, den Staatsapparat zu finanzieren, ne? Das hat er mir auch erzählt, ja. Und wenn uns der stellvertretende Governor natürlich die Rechte einräumt, die Schmiede mit allen Mitteln zu verteidigen, werden wir dem natürlich nachkommen. Natürlich. Er hat übrigens sehr deutlich betont, noch stellvertretender Governor. Was er natürlich... sehr schnell ändern möchte. Aber die Tage werde ich dann mit Virgil den Vertrag unterzeichnen und dann gehört dieses Grundstück zu unserer Linken. Also, Mary, William, also zu unserer Linken. Die Goldschmiede? Zu unserer Linken ist die Goldschmiede und die Ölraffinerie. Ne, Ölpumpen. Öl abgearbeitet, dort wird es gelagert, dort wird es destillen, wird es verarbeitet also und wir verschiffen es in die ganze Welt. Genau. Ja, dann herzlichen Glückwunsch, Herr Baker, zu dem großen Erfolg. Ja. Ich stehe Ihnen zur Verfügung. Das freut mich. Der Revolver wird bereit gemacht, um die Schmiede zu verteidigen. Gegen schwarzschürfende Menschen. Wie wir es waren, einst. Habe ich Mr. Jones übrigens auch offengelegt, ne? Also, von meiner Seite aus, was mich betrifft, dass ich mein Glück natürlich da versucht habe. Also, ich muss sagen, ich habe es nie getan. Ja, und da bist du ja auch bei der Wahrheit. Natürlich, Mary. Ich habe es getan, nicht selber. Ich habe Barry vorgeschickt, weil ich bin schlau. Aber im Prinzip war es trotzdem ich. Ja gut, das klingt doch gut, klingt doch gut. Ich werde übrigens morgen im Westen reiten, Richtung Tumbleweed, wenn sich jemand anschließen möchte. Ich muss für den Doc ein paar Sachen erledigen. Solange er gut bezahlt? Erstmal verlange ich noch kein wirkliches Geld. Er bezahlt mich trotzdem, aber erstmal verlange ich nichts. Geht ja um das allgemeine Wohl, ich wiederhole es immer wieder gerne. Wenn Mary mal wieder vom Pferd fällt, ja, wegen ihrem bescheuerten Bruder. Es ist nie schlecht, befreundet zu sein mit dem Arzt. Also in dem Gespräch fehlt nur noch, es wird für unsere Kindeskinder und Kinder alles vorbereitet sein, damit sie ein Lächeln in die Welt kommen können. Und am Ende werden wir alle verscharrt in der Wüste.
Ja, Herr Bourbon, da habe ich so meine Bedenken tatsächlich. Öl also. Das schwarze Gold, ja. Ach so, er wollte nicht mal Prozente tatsächlich. Ich habe ihm Prozente angeboten. Aber wird doch wahrscheinlich eine Steuer drauf kommen, oder nicht? Oh, da sagte er, die Steuern werden dann kommen. Aber er meinte, er wird die Firma nicht ausbluten lassen. Es gibt die Animation, dass du ein Buch in der Hand hältst mit einem Stift und die Sachen aufschreibst. Du kannst aber die Sachen halt auf deinem Computer aufschreiben, ne? Wir werden sehen. Das als Tagebuch oder Dings. Harry. Benutzen. Mhm. Suchst du noch einen Job? Inwiefern? Ja, wir haben da ein Büro und Moment. Da ist viel Schreibarbeit. Aber Mary hat doch bald ihren Job. Sie hat sogar mit dem stellvertretenden Governor noch darüber geredet oder noch stellvertretenden Governor darüber geredet und das in einem sehr alkoholisierten Zustand und hat es trotzdem gebacken bekommen. Ich denke, das Wichtigste habe ich trotzdem gesagt. Hoffentlich. Ja, ja, war schon gut. Gut, gut. Und du willst in der Nähe von Emerald Ranch? Mhm. Ist ja. Ist eigentlich. Also, wir werden, glaube ich, doch vom Glück verfolgt. Haus liegt ganz in der Nähe der Firma. Emerald Ranch ist dazwischen. Und wie gesagt, Mr. Thompson trifft seine Entscheidung morgen. Okay. Wegen dem Ass im Ärmel. Dem Ass im Ärmel. Aber ich habe ihn schon mal in die Richtung quasi ein Stück gestoßen und ihm auch mitgeteilt, dass intern unter uns besprochen wurde, dass wir schon sehr auf der Seite vom noch Governor, stellvertretenden Governor stehen. Herr Bourbon, sollten wir die Tage die eine Aktion durchziehen? Ist ihm bewusst, dass wir den Staat beklauen? Ich meine nur, ist ihm das bewusst? Ja, natürlich. Wissen Sie, welche Konsequenzen darauf? Ja, der Galgen wahrscheinlich. Ja, Sir, der Galgen. Mr. Baker, man lebt aber nur einmal. Ich will von mir den Quatsch nichts hören, Junge, ich will brettern. Ja, ne, Wolverine. Spende dir 250 Euro, wenn du wieder Growth-RP machst. Nö. Aber danke. Ich bin jetzt Cowboy Kusch. Und morgen bin ich Fachangestellter Kusch. Und übermorgen bin ich Koch Kusch. Kusch Koch. Irgendwas, ich bleib immer. Lass mich in Ruhe, es ist schon spät, okay? Lass mich bitte in Ruhe, ihr seid eh schon am Schlafen. Ein Kusch für alle Fälle. Für mich ist es sehr, sehr angenehm, mal was Neues zu probieren und nicht wieder in die Rolle des Curtis, mein Gott, zu verfallen. Ich will kein Anführer sein, ich will keine Macht haben. Ich will meine kleinen Mindgames haben und meine PM verspielen. Eine neue Rolle finden. Bitte was? Was sagst du? Lass mich einmal kurz auf die Karte gucken. Okay.
Rechts den Weg entlang. Okay, alles klar, rechts. Gar keine Lüge, mir macht das unfassbar viel Spaß. Biohazard war die Leute, keine Ahnung, Mann, ich kann es dir nicht sagen, die wollen halt mit Slash Quit oder so das Spiel schließen. Dabei kann man einfach Escape machen und unten rechts Spiel verlassen. Und dann schreiben die das im Chat. I don't know why. Stopp mal kurz bitte, Mary. Mary, komm mit nach links. Reite mir nach. Ja, ey, ich wollte fragen, ob du ein Video für mich schneiden kannst, aber du hast gepennt, Leon hat es für mich gemacht. Trotzdem danke. Also ich bin sehr, sehr, sehr angetan von dem Stück Land hier. Ich meine, das Haus ist nicht mehr so in einem guten Zustand. Aber der Hof sieht deutlich angenehmer aus als über uns. Das Hausgrundstück. Das Haus sieht es nicht so. Aber das Grundstück. Das Grundstück. Das war für uns alle. Ich weiß. Also, ich weiß nicht. Das könnte man sicherlich für einen von uns. Für einen von uns gut gebrauchen, aber nicht für alle. Sieht sie ihn aus? Natürlich nicht. Kann ich mir nicht leisten. Sieht sie ihn freiwillig aus? Ich hab. $15, weil ich 5 in die Kasse werfen muss für die Steuern des Hauses. Sehr großzügig von ihm. Bruder, die Hoffnung stirbt zuletzt. Tut mir leid, dass ich dir das sagen muss, aber die Hoffnung ist schon 16 Mal beerdigt wurde. Die Growth-Zeit und die Growth als Gang im GTA-RP aber Herr Bourbon, wird ich zu denke, 99% wir haben nie wiederkehren. Auf ein sehr gutes Gehalt. Ja. Ich freue mich. Die Zeit wird nie wiederkommen. Eine andere Frage, wo ist Barry? Barry ist in Valentine geblieben und hat sich hingelegt. Der war sehr erschöpft. Und jetzt muss man dem auch lassen, natürlich gleich, er hat sich wieder eingesperrt. Hat sich denn der Barry mit dem Herr Jones ausgesprochen? Yep. Barry hat auch vor Mr. Jones zugegeben, wegen der Eisenplatte, ne? Dass er da auch jemanden erwischt hat und er auch dort erwischt wurde, aber wegen Eisenplatten, aber der Herr direkt zu Mr. Jones gerannt ist und quasi Barry verpetzt hat. Mhm. Dass er sich an der Schmiede rumgetrieben hat. Weiß man denn, wer diese Person war? Wir kamen nicht mehr auf den Namen und Mr. Jones kannte ihn auch nicht mehr, weil so irgendein Rumstreuner. Irgendein Typ, der sein Glück versucht hat, ohne Vorwissen in eine Schmiede zu laufen und Gold zu schmelzen. Ach so, ich verstehe. Natürlich. Auch nicht in GTA 6. Selbst wenn wir das irgendwie auf irgendeine Art und Weise versuchen würden, rekonstruieren. Growth-Zeiten würden ne, nie wieder. Und Mary hat natürlich ihre Sachen verhandelt. Da will der Governor sich jetzt drum kümmern. William, du hast mir irgendwie gerade ein schlechtes Gewissen eingeredet wegen dem Job. Aber ich bin doch ehrlich, ich bin so sehr von mir überzeugt, dass ich das auch alleine machen würde. Und auch schaffen würde. Ich bin auch davon sehr überzeugt, dass ich das spätestens an die nächsten Tage dann in der Zeitung von dir lesen werde. Hey, Partner. Oh, kanntest du den guten Herrn? Räuber erschossen mal schauen. Auf Flucht. Wir warten erstmal auf die Entscheidung von Mr. Thompson morgen. Da wird geplant. Sie reiten ja Richtung Westen morgen. Mhm.
Dann könnten sie sich auch mal Richtung Strawberry begeben und von dort aus dann Richtung Thieves Landing reiten und gucken sie sich mal dementsprechend den Weg an, wie man am besten Ort zu Ort kommt. Okay, mach ich. Falls man, jetzt nur davon aus, Sheriffs oder Marshals im Nacken hat. Ja, kein Problem. Ich stelle mein Pferd oben ab, weil ich würde mich jetzt gleich schlafen legen, auch wenn es hell ist. Wir sind aber schon lange unterwegs. Ich bin ermüdet. Und ich hab Hunger. Ja! Die Farm ist ja auch gar nicht so kacke. Ja, die Zeit verfliegt echt. Mir kommt es einfach vor, als würde ich eine halbe Stunde spielen. Okay, wir sind doch heute viel rumgereist und haben Leute gesucht, ne? Darf man nicht vergessen, aber das gehört einfach zum RP-Strang dazu. Wir sind hier nicht in GTA, hier gibt's keine Handys. Und wir werden einige solcher Tage haben. Wir werden auch einige Tage haben, in denen wir irgendwie Öl verarbeiten. Fürs RP. Wir werden aber auch ganz viele Tage haben, in denen wir super RP machen. Gespräche führen und vielleicht auch Action. Von rechts pushen. Ah, Quickie Toast, du bist ein ganz lustiger Zeitgenosse mit deinem Wortwitz. Mit deinem Reinscheiß. Ha! Haben wir nicht alle gelacht. Ja. Das Emote hast du aber auch verdient. Mein Freund. Gib keinen mit Mary auf den Berg. Wir cringen hier nicht rum. Wir ärgern uns ein bisschen. Wir machen aber kein Beziehungs-RP, Alter. Was sagen Sie zum Personal, Herr Kusch? Soll ich hier Public machen? Ich guck mal kurz. Moment immer. Aber ich hatte dir doch schon geantwortet. Mr. Bourbon. Okay, machen wir. Ich höre. Ich wollte meinen Kaffee noch genießen. Entschuldigung. Ja, bitte. Ich wollte natürlich noch besprechen, wie es gestern war in Blackwater. Ja, Moment, lass mich kurz abschließen. Mhm. Okay, du warst gestern in Blackwater, Mary? Hm? Warst du gestern in Blackwater oder was meinst du? Nein, ich war nicht dort, aber Ach so, du warst bei dem Gespräch gar nicht dabei, als Virgil richtig. Und Ja, da muss William sich nochmal wiederholen. Mhm. Wegen der Geschichte in Blackwater, wegen dem Ausspähen. Mr. Baker? Kollege. Virgil und ich waren dort. Wir haben uns die Seitengassen angeguckt, die Dächer. Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass Dächer nicht in Frage kommen werden. Wir haben den Saloon der gegenüber der liegenden Seite als sehr gut empfunden. Wir werden dort, wenn es dann so stattfindet, jemanden abstellen. Er kann sein Bier da trinken oder sein Wasser oder wie Herr Bourbon gerne mal was zwischendurch trinkt, seine Milch mit Honig. Ich habe noch kein Glas Milch gekriegt. Noch kein Glas Milch bekommen im Salon. In den Laden wird Herr Bourbon reingehen oder Barry, wobei ich eher den Herr Bourbon da drin sehe, weil Barry möchte ich gerne draußen haben, da er ohne Zweifel der bessere Schütze ist. Aber Sie wissen auch, dass Barry und ich sehr geübt darin sind. Mhm. Deshalb nicht sollte nur, Barry das ja auch übernehmen mit den Lockpicks. Genau, nicht nur oder im Schießen Mary. Sind wir sehr geübt, sondern auch eben im Diebstahl. William. Mhm. Ja. So generell muss ich sagen, ich und Barry sind genau keine Neulinge.
dann lass diese doch, Art Milieu? Lass doch Mary mit mir rein. Und Mary kann den Part mit dem aufknacken. Also ich kann sagen, ich bin sehr geübt darin, mit Barry bei solchen Dingen. Ich kann sowas sicherlich auch mit Mr. Bourbon verüben, denn Cody. Cody verüben, denn ich war letztendlich immer nur die Person, die in der Ablenkung verübt war, und Barry war eher mit den Richten sehr geübt, aber wenn sie Barry natürlich draußen haben möchten, kann ich das auch sehr gut verstehen, denn er ist in beiden recht gut. Ich kann Ihnen nur empfehlen, dass, wie gesagt, ich und Barry, wir sind sehr gut darin, aber wenn Sie Mr. Bourbon, beziehungsweise Cody, also ich bin ehrlich, ich habe absolut keinen Stress damit, draußen zu sein. Ich muss nicht unbedingt rein. Es ist nur wichtig, das Problem kennen Sie sich ist, auch mit Dietrich, ne? Nein, eben nicht. Und das Problem ist, William, wir hatten den Job schon mal, ne, ohne Werkzeuge durchgezogen. Yeah. Und ich war drinnen. Und ich habe drinnen verkackt. Ja, und ich denke, Barry und mir würde so etwas nicht passieren. Dann lass doch einfach die Geschwister rein. Und ich gehe raus, das ist kein Problem. Barry, ich habe eine Frage an Sie. Haben Sie schon einmal einen Menschen getötet? Ja. Und ich habe kein Problem damit. Falls also ich kann dies mich Ihre darauf Frage verlassen, sein dass sollte. Sie, dort nicht ihre Fassung verlieren. Sicher nicht. Wenn es dann so weit oder zu einem Schusswechsel kommt. Sorgen Sie sich nicht um mich, Mr. Baker. Nee, da vertraue ich den Geschwistern aber auch. Sorgen Sie sich lieber um Ihr Gewissen. Da vertraue ich den Geschwistern aber auch. Also beim letzten Job, der zwar, ich sag's mal so, in die Hose ging, aufgrund fehlender Werkzeuge, hat Mary und Barry draußen einen super Job geleistet. Ich war als Alleiniger im Laden. Und beide haben auf mich aufgepasst. Und ich bin nur durch einen dummen Fehler selbst einmal in Bedrängnis gekommen, weil ich nicht auf die Hintertür geachtet habe. Sonst ja, hatte ich absolut keine Ärger. Ja, siehst du. Da sehen Sie doch. Diesmal sind drei Menschen, ne? Sind drei Schützen draußen. Und zwei dann drinnen. Gut, dann werden wir die Geschwister reinschicken. Herr Bourbon, Sie werden dann hinten stehen. An der Treppe. Jawohl. Und wir werden uns dann außerhalb positionieren. Virgil hatte gedacht, dass wir nach Thief's Landing reiten werden. Wir schauen, ob wir Verfolger haben. Falls wir Verfolger haben, müssen wir gucken, dass wir schnellstmöglich aus Thief's Landing wieder wegkommen, ohne dass wir viel Aufmerksamkeit auf uns ziehen. Schlaf gut. Wir werden dann Richtung. William, du ja. hast. Ja, ich muss mich kurz entschuldigen. Moment, ich hol dich. Ich hab schon, alles gut. Muss nur kurz. Ja, ich hätte dir jetzt einen Kaffee aufgebrüht, mein alles Freund. Gut, Herr ist besser, wenn ihr beide das übernimmt. Mein Gewissen ist rein, egal was wir tun. Hochleistungsschüler, Frieda. Nicht mehr Teil der Crew. Nicht mehr Teil der Crew. Steche mein Herz. Hallo Taschendieb. Warum nicht? Hm? Ich sagte also, warum nicht? Ja, ich vertraue euch beiden da. Ich meine, dein Bruder ist dumm, ist keine Frage. Ja, aber du besitzt dumm die ist nötige auch gut, Intelligenz. Dumm ist auch gut, denn so macht man sich keine Gedanken um Tote. Außerdem, wenn ich den Hintereingang beobachte oder verteidige, ist die Shotgun auch eine gute Waffe dafür, die das mir schon zugeteilt auch, ja. wurde. Jo. Und ich habe auch eine Shotgun. Natürlich. Wo war ich stehen geblieben? Genau. Wir werden ein Thief's Landing rasten. Schauen, ob wir Verfolger haben. Falls ja, müssen wir von dort schnell verschwinden, denn sollte es dazu kommen, dass die Marshals und die Sheriffs uns reisen, und das ist Thief's Landing, wird es sehr, sehr schwer, dort wieder rauszukommen. William, Thief's Landing ja. ist uns freundlich gesonnen durch Juan Carlos. Wenn die Marshals dort auftauchen und rumschießen,
haben die ein verdammtes Dorf an der Backe. Herr Bourbon, ich schätze das sehr, aber entschuldigen Sie, ich vertraue einen Juan Carlos nicht einen Meter über den Weg. Dieser Herr würde uns für nicht mal $30 wahrscheinlich an den nächstbesten Marshal verkaufen. Okay. Höchstwahrscheinlich. Dennoch würde er uns auch freilassen. Übrigens hat Juan Carlos mir gerade eine staatliche Waffe überreicht. Also ich bin mir nicht sicher, ob es eine staatliche Waffe ist, aber er hat einfach vor Rhodes vor dem Saloon ein Gewehr auf den Boden gelegt und meinte, ja, vielleicht gibt es da jemanden, der das haben möchte. Juan Carlos ist auf jeden Fall nicht gut dem Staate gewidmet oder auch jeglichen Menschen, die an macht sehr voll viel süß, Besitzen. Wir versuchen so förmlich zu reden und keiner dann auf dem Schema hat. Sind so schlecht da drin. Ich denke, am Ende haben wir dasselbe Ziel. Und fürs Erste, zumindest für diesen Job, können wir auch ihm und seinen Leuten vertrauen. Also dorthin zu flüchten, wäre sicherlich nicht schlecht. Weiter zu flüchten, wäre sicherlich auch keine üble Idee. Okay. Nichtsdestotrotz haben wir einen Plan B. Wörtchen und ich waren dort vor Ort, haben uns ein bisschen umgeguckt. Wir haben einen Kapitän getroffen. Ich weiß nicht, wie er hieß. Er hat sich nur auch mit Carlos vorgestellt. Und es war irgendwas Kubanisches. Eine Klappe, ich weiß es nicht. Dieser Herr hatte uns angeboten, uns auf eine Insel zu fahren. Ich weiß nicht, wohin. Wo diese Insel sein soll. Aber er würde es tun. Das heißt, wenn alles in die Brüche gehen sollte, haben wir immer noch einen Plan B. Ich hatte nicht viel davon, sehr weit zu flüchten, vor allem in gewisse Länder. Mary, ich möchte erwähnen, falls einer von uns von den Marshals auferlesen sein sollte, ja, nur mal angenommen, dann verspreche ich Ihnen, werden Sie dann die Tage aufgeknüpft werden. Nein, nein, ich meine einfach nur, falls alles so weit. Es geht darum, gut dass wenn alles würde, in die Hose geht, wie uns. Ja, dann natürlich. Aber sonst gehe ich eher gerne anders in Deckung. Ich meine, Barry und ich, wir wurden schon mal natürlich, geschnappt, wir können uns beziehungsweise hier verschanzen und auf alles Barry schießen, was sich bewegt. Und wir sind noch, sag ich mal, gut davon gekommen. Je nachdem, mal sehen, wie das enden wird. Aber es ist sicherlich gut, auch einen Plan B zu haben. Ja, Mary. Lass uns auf uns zukommen. Ich denke, diese Entscheidung, dass man dann einen, wenn sie es Heldentod sterben wollen, das können sie dann für sich selbst entscheiden. Ich habe genug Männer gesehen. Ich werde mich aus dem Staub machen. Und sie meinten auch, sie möchten dann doch lieber, Ich meine ja nur, ich und Barry, wir sind gut in dem, was wir tun. Und ich habe da bisher zumindest keine Bedenken. Aber sie haben mir ja auch noch nicht gesagt, was genau auf uns warten wird in Blackwater. Ja, ich kam noch nicht. Ja, erstmal geht es darum, dass ich die Fluchtroute geplant hatte mit Virgil. Wir würden von Seas Landing Dawn Richtung Big Valley reiten. Unterwegs werden wir bei Strawberry Halt machen. Oh, das ist gut. Da haben wir uns noch nicht für einen Weg entschieden, deswegen habe ich den Herrn Bourbon gefragt, ob falls er morgen Richtung Westen reiten sollte, dass er dort dann einmal den Weg auskundschaftet. Naja, man kann natürlich eine Nacht in Strawberry verbringen, ne? Ich kenne auch eine, also im Notfall eine gute Höhle Nähe Strawberry. Sollten wir, sage mal, immer noch verfolgt werden, würden wir weiter reiten Richtung Grizzly. Und von dort aus versuchen wir uns durchzuschlagen Richtung Grizzlies. Von dort aus sind alle Wege offen. Mhm.
Aber ich denke, so weit wird es dann hoffentlich nicht kommen. Entschuldigt mich kurz. Natürlich. Klar, gehen Sie einfach. Aber Herr Bürben. Jawohl. Ich denke, wenn dieses, also wenn das, was wir vorhaben, gut durchzuführen ist, alles so klappt, wie wir uns das vorgestellt haben, sollten wir doch demnächst ein anderes Ziel im Auge haben. Wie Sie von selbst, oder? Ja, aber den Stein haben wir jetzt ins Rollen gebracht. Ja, würde ich, ich würde es auf jeden Fall noch durchziehen. Ja, auch rede, weil Mr. Thompson damit rechnet, ne? Ja, ja, klar, klar. Ich rede jetzt nicht von, dass wir damit aufhören. Ich rede eher davon, dass wir uns Also ich war ja im Laden drin und der Herr verkauft Süßigkeiten und Puppen und... Ja, der Herr hat aber auch einen riesen Safe unter seiner Kasse. Und soweit ich gesehen habe, auch zwei riesen Truhen, die abgeschlossen sind. Natürlich, natürlich. Er verkauft auch Antiquitäten. Das steht nicht aus, dass dort bestimmt hin und wieder mal sehr viel Geld über die Ladentheke geht. Aber wovon ich rede, wissen Sie wahrscheinlich. Es gibt eine sehr kleine, dezente Bank ganz in der Nähe von diesem Laden. Blackwater, auf derselben Straße. Auf der anderen Straße seid ihr tatsächlich, genau. Ja. Ja, tatsächlich. Ich war drin und sie sah jetzt nicht sehr groß aus. Ja, William, sehr gut für eine Bank brauchst du aber TNT. Da brauchst du schon andere Kontakte für. Da können wir drüber reden, wenn wir die Kontakte haben. Da brauchen wir auf jeden Fall Sprengstoff. Weil bei einem Lockpick kommt man bei einem so einem Tresor in der Bank nicht weit. Definitiv nicht. Nein, auf keinen Fall. Herr Bürben, es gibt sehr viele Schlossknacker. Da wird manchmal gar kein Sprengstoff benötigt. Ja, aber den muss man auch... Ja, und den muss man... Also ich meine, wenn wir jemanden zusätzlich ins Boot holen, dann muss man denjenigen auch vertrauen können. Falls wir zum Beispiel Dynamit ankaufen oder ähnliches. Naja, wenn wir einen Kontakt finden würden für Dynamit, würde ich mich als Minenmeister aus... Ja. Strawberry ausgeben oder Feldstein. Vielleicht, Aber wer würde Ihnen glauben, Mr. Bourbon, in den dicken Anzug? Ja, das ist eine absolute Frechheit, weil du dir jetzt hier gerade rausnimmst. Herr Bourbon, also ich muss ein bisschen zustimmen. Sie sehen aus... Natürlich mit entsprechender Kleidung. Ich rede doch nicht davon, wie ich jetzt gerade aussehe und unterwegs bin. Hm. Oder Virgil. Eigentlich, wenn ich drüber nachdenke, wäre das ein Job für Virgil. Aber find erstmal den Kontakt. Wenn ich drüber nachdenke, wäre das ein Job für Barry, denn Barry sieht schmutzig genug. Ja, aber er ist kein Minenmeister. Barry wäre Minenarbeiter. Ja. Und welcher Händler würde eine Minenarbeiter TNT in die Hand drücken? Virgil ist eben so gekleidet wie, Entschuldigung, Mr. William. Und das ist nicht gerade schmutzig. Man kann sich beim Schneider nicht neu einkleiden. Doch, natürlich kann man das, aber... Also. Warum sollte man denn solch einer Arbeit nachgehen, wenn man so gut Okay, darüber kann man, aussieht. Wir können jetzt darüber philosophieren und Sachen ausdenken. Darüber wird geredet, sobald wir den Kontakt haben. Wenn wir den Kontakt jemals im Leben bekommen. Erstmal auf eine Sache. Ich finde, erstmal sollten wir uns dem kleinen Job widmen. Obwohl aus dem kleinen Job auch ein großer Job sein kann, werden kann. Je nachdem, was der gute Ladenbesitzer da alles so in seinen Truhen versteckt. Wir werden sehen. Dann erleichtern wir ihn um sein ganzes Hab und Gut. Und dann widmen wir uns erstmal dem Ölgeschäft. Das ist richtig. Und ich habe auch noch meinem Job nachzugehen. Und ich habe auch noch Aufgaben zu erledigen für den Doc. Mhm. Immer und immer wieder. Mary, wir hatten ja vorhin besprochen, hatten Sie Interesse an dem Job, den ich Ihnen angeboten habe? Ich? Ja, natürlich. Welchen Job? Mary kann nicht lesen und nicht schreiben, ne? Ich hoffe, das ist dir bewusst, William. Ja, also, für eine Sekretärin... Mary, Sie können nicht schreiben und auch nicht lesen. Entschuldigen Sie, Mr. William Baker? Ja.
aber ich musste mir und Barry einiges beibringen und lesen und schreiben war sicherlich eine der wenigeren Dinge, die ich uns beigebracht habe, um zu überleben. Also Sie haben lieber Leuten die Brieftasche geklaut, statt einfach zu sagen... Was verlangst du von zwei Kindern? Entschuldigung, ohne Eltern, das war definitiv leichter. William. Ich kann mich gehoben unterhalten. Sicherlich. Sicherlich, Mr. Bourbon und Mr. Baker. Aber für Lesen sowie Schreiben bin ich wohl weniger die geborene Person. Ich sag einfach so. Ich verlange an, dem Gespräch nicht mehr folgen zu können aus Müdigkeit. Soll einfach nur eine gute Figur machen, wenn Kunden vor Ort sind und dem welcher Art? Um was geht es hier? Wir müssen einfach nur eine gute Figur machen. Um was bringen, geht es hier? Papiere hin und her. Ja, dann. Aber Mr. William, um was geht es hier? Genau. Wir werden das Öl auch ins Ausland verkaufen, auch in die anderen Städte. Das heißt, die Herren und Damen, die daran interessiert sind, kommen zu uns. Natürlich, ich kann den Herren und Damen gerne einen Kaffee bringen, aber erwarten Sie nicht, dass ich irgendetwas niederschreiben kann, wenn ich nicht schreiben kann. Gott verdammt nochmal, können wir das bitte morgen klären? Mr. Bourbon, Sie sind sicherlich. Ich bin heute sehr, sehr ungeduldig und ich bin heute auch nicht bei bester Laune. Ja. Sie sind sicherlich auch nicht gebraucht in diesem Gespräch, denn hier geht es sicherlich um meine. Ich werde hier bei dem Gespräch gerade nicht gebraucht. Ja, ich meine, es geht hier um meine Taten. Ich lege mich schlafen, wunderschönen guten Tag noch. Und du kannst nicht lesen und nicht schreiben. Pah! Unglaublich, Herr Bourbon hat keine Manieren. Ich bin so müde, Alter. Stadtmenschen. Bourbon hat keine Manieren. Ganzen Tag. Was soll das? Reite ich durch diesen verfluchten Regen. Ein Schläger. Verdammte Scheiße! Dann ist gleich, wirklich. Sehen Sie, was ich meine? Jetzt zerschießt er auch noch das Dach. Ich denke auch. Ja, doch, doch. Ja. 579 PK, Dankeschön für den Gift der Zapp an deine Freundin. Feier, mir brennen die Augen, ich hab Hunger und ich bin müde, Mann. Das ist... Eieiei. Feiern wieder duftet. Je. Wir sind schon wieder, auch wenn viel gereist wurde, ein gutes Stück vorangekommen. Es geht weiter, meine Freunde. Pro 20 eine Stunde länger, pro 20 was, Bucky? Ich hab Hunger, ich verhungere. Und die Küche hat, glaube ich, gleich geschlossen oder ist schon zu. Fuck, heute ist Sonntag, ne? Schwester Kusch ist schon am Schlafen. Muss ich mich gleich runterschleichen in die Küche. Ja. Chat, Schluss mit der Pommes jetzt. Wir sehen uns morgen. Vielen lieben Dank für den Support. Danke, dass ihr immer so nett seid. Ich küsse eure Herzen. Bleibt gesund. Hände über die Bettdecke. Schlaft alle gut. Lasst euch nicht anquatschen. Okay? Wir sehen uns nachher wieder. Immer so ab 19 Uhr. Manchmal früher, manchmal was später, manchmal gar nicht. Nix nett, nur Bretter. Gehen Sie weg. Bleiben Sie ja eine GTA-Pommes. Hier ist kein Platz für die GTA-Gangster. Dankeschön. Gute Nacht und vielen lieben Dank. Nehmt euch nur ein Tinkepäckchen und haut rein. Und ein Duplo. Bye-bye, gute Nacht. Bye-bye.